Der nächste Talk freut mich ganz besonders. Er ist ein persönlicher Freund von mir, steht mit mir häufiger auf der Bühne beim Chaos Communications Congress, leitet mit mir die Heralde, ist ein Tausendsasser, bastelt hier in der Seabase so als Meisterhandwerker rum. Das meiste, was wir da unten an Zeug haben, mit dem wir bauen können, verdanken wir ihm. Aber nicht nur das, er ist auch parlamentarischer Mitarbeiter bei Jimmy Schulz gewesen. Er ist sozusagen für uns der Nerd im Bundestag. Und er ist Gründungsmitglied von AG Kritis. Und als ich das Thema das erste Mal gehört habe, worüber er heute spricht, habe ich gedacht, ja, schöne Verarschung. War halt der Chaos Communications Congress. Wer denkt denn daran, dass das Cyberhilfswerk wirklich mal was wird? Also Cyberhilfswerk. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Wahrscheinlich sowas wie das THW, und genau das wird euch jetzt Johannes Rundfeld alias Ion erklären. Einen herzlichen Applaus bitte. Ja, es ist 11:55. Das ist kein Zufall. Ich erkläre auch gleich warum. Aber erst einmal ganz kurz, wer sind wir, die AG Kritis? Wir haben sie damals gegründet, weil wir uns gedacht haben, so geht es nicht mehr weiter. Im Sinne von Tu wat, hat ja auch schon Wau Holland so mal als Idee in den Raum geworfen, müssen wir die Idee weiterführen und was tun, denn unsere Infrastruktur wackelt. Wir sind Experten, Auditoren, Berater, Profis, Fachleute im Bereich Kritis. Ich bin der Einzige, der da eher mit Gesetzen hantiert und nicht mit Anlagen und kritischen Infrastrukturen. Und wir haben uns auf Veranstaltungen vom Club kennengelernt und haben uns im August 2019 vom Club dann auch gelöst und sind seitdem komplett unabhängig. Das sind wir. Und ich stelle mich auch ganz kurz vor. Johannes Rundfeld, also bürgerlicher Name in der Community, eher als Ion bekannt. 2011 habe ich im Rahmen der Arbeit für Jimmy Schulz für die Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft den ersten Kontakt zu Kritis gehabt. Ich sollte damals für offene Standards und Interoperabilität die Arbeitsgruppe Texte zuliefern, habe mir SCADA-Systeme angeschaut und die Hand nicht vom Facepalm wieder losbekommen. Alles ganz, ganz schlimm, und der Druck, dass man was tun müsste, ist spätestens dann entstanden. Ist das Audio nur bei mir komisch? C-Wen? Okay. Gut, ich bin Mitarbeiter von Jimmy Schulz gewesen in der 17. und in der 19. Wahlperiode, und ab März bin ich dann bei einem anderen Abgeordneten. Bis dahin bin ich noch angestellt bei dem leider verstorbenen Freund von mir, Jimmy. Genau, meine Themen dort: IT-Security, Netzpolitik, kritische Infrastrukturen und Digitalpolitik im Allgemeinen. Ich versuche da im Hohen Haus Dinge zu erklären, die wir hier verstehen, aber da eher unverständlich sind. Es ist 11:55, denn wir müssen jetzt Alarm schlagen. Es reicht nicht mehr, die Sicherheitsauflagen zu verbessern, die IT-Security zu verbessern, die Resilienz zu erhöhen. Dafür ist es jetzt schon zu spät, denn wir müssen jetzt Katastrophenvorsorge betreiben. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten für Großlagen steigen. Wir haben bisher noch keine Großlage gehabt, die es den Namen verdient, sondern nur kleinere Störungen, die die bisher von Michael gerade skizzierten Kapazitäten gut abdecken konnten. Aber das wird nicht so bleiben. Es ist absehbar, dass bei den Monokulturen, die wir da draußen sehen, die Ausfälle größer und länger andauernder werden, und Szenarien werden vorkommen, wo die Kapazitäten, die wir aktuell haben, nicht ausreichen. Deswegen müssen wir jetzt was tun und eine Kapazität schaffen, die dann noch unsere Infrastrukturen wieder anfahren kann. Ich erkläre kurz, warum die Eintrittswahrscheinlichkeit steigen wird. Das sind vier Faktoren, die da reinspielen. Das erste: wir digitalisieren und vernetzen in Deutschland gerade alles. Wir sind da ganz vorn dabei. In den USA geht es schon wieder rückwärts. Da fängt man an, Infrastrukturen zu entnetzen, zu dedigitalisieren, den Handbetrieb wieder einzuführen, damit sie nicht so hackbar und angreifbar sind. Wir sind noch 10 Jahre vorher und sind noch fleißig dabei, alles zu digitalisieren. Dann ist es so: eine Anlage im Kritisbereich, wenn wir die bauen, dann planen wir die für 20, für 30, für 35 Jahre. Aber wenn man jetzt mal reinguckt in aktuelle Empfehlungen vom BSI zum Beispiel für Schlüssellängen und kryptografische Verfahren, stellen wir fest, nichts davon hält länger als 5, 6, 7 Jahre. Wenn man die Quantencomputer-Debatte da mal kurz reinholt, in 10, 12 Jahren ist Ende, dann ist alles, was jetzt noch als sicher gilt, sowieso unbrauchbar.
Da gibt es also ein großes Delta zwischen dem, was wir planen und bauen und dem, was wir an Technik und Krypto haben, um es abzusichern. Das wird nicht mehr besser und das, was wir jetzt da draußen ausgerollt haben vor 20 Jahren, hat die gleichen Probleme. Denn da sind Kryptotechnologien drin, die jetzt schon oder schon seit 10 Jahren obsolet sind und eigentlich nicht mehr eingesetzt werden sollten. Aber man kommt da ja nicht ran. So ein Atomkraftwerk, wenn man da einen Wartungsslot haben möchte, um den SPS auszutauschen, dann sagt der Betreiber einem, ja, in 4 Jahren hätten sie 6 Stunden Zeit. Weil das sind die Planungszyklen, in denen man da Dinge austauschen kann. Das hilft nicht, wenn in der TA drin steht, ja, aber in 3 Jahren muss die Krypto weg sein, also diese alte. Wir beobachten um uns herum großflächige Ausfälle von Infrastrukturen, gerade Windows-Monokulturen fallen gerade häufiger weg. Imotet bläst kommunale Verwaltungen weg, gerade in den letzten 3-4 Monaten. In Frankfurt 2 kommunale Verwaltungen, die Uni Gießen hat es weggeblasen, das Kammergericht in Berlin hat es kaputt gemacht. Da ist immer auch eine ganz große Komponente Schuld, eigene dabei. Aber unterm Strich hilft es uns ja nicht. Wenn wir das mal ein bisschen größer spielen und ein bisschen unglücklicher und 1-2 Umstände noch dazu nehmen, die noch eintreten könnten, dann sind wir an dem Punkt, wo plötzlich wichtige Infrastrukturen und nicht nur so ein Kammergericht über Monate nicht mehr gehen. Genau. Und obendrein, je mehr Staaten, und damit meine ich nicht nur uns, Hackback-Bestrebungen durchführen und ausführen, desto wahrscheinlicher trifft es halt auch mal uns als Kollateralschaden. Natürlich muss man gegen Hackback sein und dafür sorgen, dass wir das nicht machen, aber andere werden es ja wahrscheinlich trotzdem tun und wir werden davon mit betroffen sein. Alle diese 4 Faktoren zusammen, also jeder Einzelne steigert die Angriffswahrscheinlichkeit, alle 4 zusammen führen zu der Aussage 5 nach 12. Schauen wir mal an, was hat denn der Staat eigentlich? Was kann denn der Staat tun? Wo ist denn da die Kapazität? Wir haben beim ZERT-Bund etwa 12, 20 Personalstellen, im Krisenmodus vielleicht irgendwie ein paar mehr. Der Michael hat das gerade im Detail ausgeführt, wie viel wir da genau da haben. Dann haben wir den ZERT-Verbund. Das sind die staatlichen Kapazitäten der ZERTs und eine Handvoll großen Unternehmen, die machen da ihre MISP, Malware Information Sharing Platforms und reden miteinander, koordinieren sich so ein bisschen, treffen sich einmal im Jahr zum Saufen. Schöne Geschichte, brauchen wir auch, reicht aber auch noch nicht. Und dann haben wir das MIRT. Schön, Michael, dass du hier bist. Mobile Incident Response Team. 10 bis 30 steht da, weil natürlich je größer die Krise ist, desto mehr kann man in der Behörde an Personal umbauen oder zuordnen. Und dann haben wir also vielleicht tatsächlich 30 Personen, die tatsächlich rausfahren und Dinge fixen können in der Infrastruktur. Bundesweit, für uns alle, für 82 Millionen Bundesbürger. 30 Personen, Instant Response, staatliche Kapazität. Für Kritis haben wir noch ein paar andere Stellen, die Dinge mit Cyber tun. Das Bürger-Cert, das schöne Informationsservice für Bürger, reicht in meinen Augen so nicht. Das NCAZ sammelt, das Cyber-Abwehrzentrum sammelt Informationen, Bündel, die hat auch keine Instant Response. Und dann gibt es noch den Verwaltungs-ZERT-Verbund, wo halt das ZERT-Bund auf Länderebene, also die Länder-ZERTs, sich zusammengeschlossen haben und ihre Dienstleistungen dem Staat anbieten. Das ist nicht der Kritis. ZERT-Bund kümmert sich auch eher um den Staat, nur wenn die Kapazitäten frei haben, würden die auch mal rausfahren und Dinge tun. Aber das ist nicht ihre primäre Aufgabe. Wir stellen fest, 20 bis 30 Personen im Worst Case. So, im Vorgang dieser AG Kritis-Arbeit, damals für Jimmy Schulz, habe ich mal diese kleine Anfrage gestellt. Die Antwort ist 192645. Da hat der Bundestag mal aufgelistet, welche Cyberkapazitäten es eigentlich in welchen Behörden gibt. Die Zahlen sind erschreckend klein. Wenn man sich da tiefer einsteigen möchte, kann ich auch Svens Analysen empfehlen. Sven, wink mal, wo ist er? Da, genau, von der Stiftung Neuen Verantwortung. Sven Habich hat da auch ganz toll zugearbeitet und uns bei den Recherchen für die AG Kritis deutlich geholfen. Vielen Dank dafür. So, Katastrophenübungen haben wir uns auch angeschaut, um zu sehen, was wird eigentlich geübt, was können die Kapazitäten, die wir haben, eigentlich die Ressourcen. Wir haben uns angeschaut, es gibt die Übung Lükex. In der Lükex 11, 2011 gab es da was mit digital. Aber das ist eine Stabsrahmenübung. Das heißt, da trifft sich ein Krisenstab in einem Raum und bespricht am Meetingtisch, am Konferenztisch, was man jetzt tun müsste. Aber keine der Maßnahmen wird umgesetzt. Keiner fährt raus, keiner nimmt Infrastruktur in die Hände, keiner tut Sachen, sondern das ist rein theoretisches Planspiel von Kommunikationsabläufen und welchen Maßnahmen man tun könnte. Da ist kein Techniker, der rausgefahren ist und Dinge getan hat oder irgendwie etwas getan hat, was hätte fehlschlagen können, woraus man hätte lernen können. Die sitzen sich in Konferenzraum, reden drüber und stellen dann fest, ja, haben wir geschafft, ne? Die Krise.
Genau, Lükex 21 gibt es ein neues Thema, Cyberangriff auf Regierungshandeln. Das ist schön, das ist wichtig, dass wir das üben. Das ist auch gut, dass wir eine Staat und Regierung haben und die intakt gehalten wird, auch durch Übungen. Aber es reicht natürlich nicht im Sinne von der Versorgung der Bevölkerung. LogShield gibt es auch. LogShield kümmert sich, ist eine europäische Übung vom CCDCOE organisiert. Ich glaube, die kürzen sich so ab. Und da übt man Angriff auf technische Anlagen. Allerdings auch so ein Red Team, so ein Blue Team von der NATO. Und dann treffen die sich und dann bekämpfen die sich oder üben halt was. Aber die Betreiber sind da völlig außen vor. Die spielen nicht mit, die wissen nicht, was da passiert. Entsprechend kann man da auch an keinen Punkt kommen, wo man sagt, das ist jetzt fehlgeschlagen, uns fehlen Kapazitäten, wir müssen was ausbauen. Die Übungen sind so aufgebaut, dass sie nicht fehlschlagen können. Wir sehen also, wir haben kleine lokale Übungen. In Krankenhäusern testet man mal das Umschalten der Netzersatzanlage, dass das funktioniert alle 4 Wochen oder sowas oder alle 8 Wochen. Das ist schön, das kann nicht wirklich fehlschlagen, außer der Generator ist kaputt, dann tauscht man den aus. Nicht schlimm, aber wir üben keine Großschadenslagen. Wir üben nur solche Szenarien, die man bewältigen kann. Und wenn man fragt, warum, dann sagen Betreiber manchmal Tschernobyl-Trauma. In Tschernobyl wurde tatsächlich eine Krisensituation geübt und das ist schiefgegangen, massiv schiefgegangen. Deswegen will man heute nicht mehr so richtig üben, die tatsächlichen Szenarien, die tatsächlichen Einsatzfälle, weil es könnte ja schiefgehen. Es könnte ja ein zweites Tschernobyl passieren. Also jetzt nicht nuklear, sondern in der Infrastruktur, die man beübt. Und ja genau, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Szenarien, die geübt werden, sind allesamt so klein, dass sie nicht fehlschlagen können, sondern dass man auf jeden Fall danach sagen kann, wir hatten eine erfolgreiche Übung und alle sind schlauer geworden. Aber man lernt gerade bei Übungen durch den Fail, es hat nicht gereicht, es hat nicht gepasst. Wir brauchen den Ausbau, wir brauchen die Erweiterung der Kompetenzen oder der Fähigkeiten. So, wenn ich von IT rede, dann rede ich nicht nur vom Sektor 5 in der Kritis, sondern IT ist die Betriebsgrundlage für alle kritischen Infrastrukturen. Wenn IT nicht, also IT ist ja einerseits der Sektor 5, aber es ist auch die Betriebsgrundlage für alles andere da draußen. Und wir haben auch noch nichts gefunden an Übungen, wo tatsächlich mal eine Monokultur weggebrochen ist. So, das ist halt Szenario bisher meiner Kenntnis nach nicht aufgetaucht. Wenn ihr da andere Informationen habt, sagt Bescheid. Übungsziele haben wir uns auch mal angeschaut und in den meisten Fällen ist es ja so ein Staats- und Regierungshandeln sicherstellen. So, das ist gut, das ist ein erstes Ziel. Aber das zweite Ziel, das Wiederanfahren und das Versorgen der Bevölkerung, das gibt es niemanden für. Keine Übungen, keine Teams, keine Krisenresponsekapazitäten. Und also klar, die 20 Mann von Michael, super, dass es die gibt, aber das reicht so nicht. Deswegen, wir haben kaum IA-Response-Kapazitäten in der Zusammenfassung. Wir üben nicht. Wir haben kaum Kapazitäten für Incident-Response, außer diese 20, 30 Leute für 32 Millionen Bürger. Und die großflächigen Ausfälle werden kommen. Deswegen reicht es nicht, die IT-Sicherheit zu verbessern. Deswegen brauchen wir eine staatliche Incident-Response-Kapazität, um unser Dasein, unsere Republik auch in Zukunft betreiben zu können mit Strom und Wasser und so Dingen, die man so haben möchte. Also die große Frage, die im Raum steht, wer macht das, wer stellt die Versorgung der Bevölkerung wieder her, wer ergänzt, wenn das Mobile Instant Response Team und der CERT-Bund ausgelastet ist? Und die Antwort ist das Konzept, das die AG Kritis in den letzten 10, 12, 14 Monaten erarbeitet hat. Wir möchten das, ja, ich springe da kurz rüber. Wir möchten ehrenamtliche Kapazitäten ausbauen und wir haben uns an anderen Erfolgsmodellen orientiert. Es gibt für die verschiedenen Felder große Organisationen mit teilweise 6-stelligen Mitgliederanzahlen, Freiwillige Feuerwehren, das THW, das Deutsche Rote Kreuz. Im Bereich Cyber gibt es das nicht. Deswegen wollen wir das CHW gründen, das Cyberhilfswerk. Eigentlich wollten wir es ja Cyberwehr nennen, aber der Begriff ist anders besetzt. Ich erkläre später, was die Cyberwehr ist und warum das nichts geworden ist. CAW ist nur ein Arbeitstitel, wenn die Behörden das doof finden, können wir das umändern. Das ist mir völlig egal, wie das heißt, solange wir es haben. Und als erste Metapher zum Einstieg, wie das funktionieren soll, das Mobile Instant Response Team ist in unserer Vorstellung gerade die Berufsfeuerwehr und das CHW die Freiwillige Feuerwehr. Also erst müssen die staatlichen Kapazitäten komplett im Einsatz sein und überlastet im Zweifel. Und dann wird das CHW dazu alarmiert oder nachalarmiert, damit in der Fläche die Dinge passieren können, die die 20, 30 Mann nicht bewältigen können aus Personalmangel. Ha.
Ich springe da mal kurz rüber, ich glaube, das ist ein bisschen redundant. Genau. Also wir wollen die existierenden Bewältigungskapazitäten für Großschadenslagen durch Cybervorfälle bei kritischen Strukturen kooperativ ergänzen. Unterstrich kooperativ. Es geht hier nicht darum, dass wir hier irgendwas Eigenes bauen, was irgendwie im luftleeren Raum dasteht und Dinge tun soll, sondern das, was wir vorhaben, geht nur, wenn alle Akteure gemeinsam am selben Strang ziehen und die Situation gemeinsam verbessern. Die Idee ist überhaupt nicht neu. Schon Thomas de Maizière hat 2015 zum Vorstand des CCC gesagt, er hätte gerne mal eine Krisennummer. Da sieht man vielleicht so ein kleines Problembewusstsein auch in der Politik. Unser Innenminister, wenn der das Problem versteht, dann, also der damalige zumindest, dann ist das schon mal was. Aber natürlich, der Club der CCC ist dafür nicht geeignet. Der hat keine professionellen ausgebildeten Leute, der hat keine Strukturen dafür. Das ist ein guter Verein, die machen gute Sachen, aber für so einen CHW-Betrieb ist er nicht geeignet. Aber im Club gibt es die Leute, die das Problem verstehen, die ein Problembewusstsein haben, die schon mal selbst auf Shodan über offene Wasserwerke gestolpert sind oder Windkraftanlagen oder TK-Netze, die schon mal selbst gesehen haben, wie schlimm das da draußen alles ist und dass da der RSA-Key des italienischen Windkraftversorgers vor der Webcam steht, damit die 300 Leute draußen im Feld sich damit einloggen können. Ja? Das ist das zentrale Problem und das ist verstanden worden. Deswegen hat das BSI auch 2014 versucht, die Cyberwehr zu gründen. Das hat leider nicht geklappt, denn es gab dabei schwierige Probleme. Erstens hätte die Idee war, Unternehmen machen eine freiwillige Kooperationsvereinbarung untereinander und mit dem BSI und entsenden dann ihre IT-Fachkräfte im Katastrophenfall an andere Unternehmen, die Hilfe brauchen. Das wäre eine Arbeitnehmerbelastung gewesen. Das fanden die Unternehmen schwierig, weil sie dafür haften würden. Kartellrechtlich ist das auch super schwierig, wenn man Unternehmen, also Mitglieder von Unternehmen A bei Unternehmen B in ihrer Dienstzeit einsetzt. Dann hat Unternehmen A ja auch Software gekauft, die die Mitarbeiter einsetzen sollen. Und bei Unternehmen B kann man die dann nicht wirklich einsetzen wegen dem falschen Zweck. Und unterm Strich gab es dann auch Unklarheiten bezüglich Vergütung und Erstattung, Entschädigung des Ausfalls des entsendenden Unternehmens. Unterm Strich hat man lange geredet, zweieinhalb Jahre oder sowas. Und dann hat man gesagt, ist vielleicht ein bisschen schwierig, lassen wir. Deswegen haben wir es jetzt nicht Cyberwehr genannt, sondern Cyberhilfswerk. Die Aufgaben eines CHWs, erstmal ganz oberflächlich, ich zeige danach ein paar Szenarien, die wir uns vorstellen können. Wir wollen die hauptamtlichen Kräfte von MIRT unterstützen. Wir wollen die Ausbildung ziviler Helfer bündeln und ein bisschen standardisieren, weil auch ein Unternehmen braucht ein gewisses Vertrauen. Wir müssen sagen können, ja, die Leute, die hier jetzt vom CHW kommen, die können was, die können zumindest die Basics, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten. Die Behörden wollen das auch, dass so ehrenamtliche Helfer einen gewissen Mindeststandard, der bekannt ist, genügen. Wir wollen digitalen Katastrophenschutz machen. Das ist also die Reaktion, nicht die Vorsorge. Die Vorsorge können weiterhin alle anderen Kryptopartys und das BSI und das Bürgerzert und wir als Aktivisten machen, aber die Response haben wir nicht. Und wir müssen die Bevölkerung vor Ausfällen schützen und nicht zuletzt Behebung von Einschränkungen in der Versorgung mit kritischen Dienstleistungen. Kommen wir zu ein paar Szenarien, die wir ausgemacht haben, was das CHW leisten soll. Und zwar, wir haben ganz viel Malware gesehen, WannaCry, Emotet, NotPetya, ja, zum Beispiel an der Uni Gießen, Stadtverwaltung Frankfurt, Kammergericht Berlin. Wir haben gerade Citrix gesehen als Riesending, wo ganz viele Systeme angegriffen worden sind. Und wir haben festgestellt, bei all diesen Malware-Szenarien, die Backups zurückzuspielen, die Passwörter neu zu vergeben, die User ein bisschen zu hatcheln, die Infrastruktur wieder anzufahren, ist vor allen Dingen eins personalintensiv. Da reichen die 10 Mann der IT-Abteilung nicht aus, die brauchen dann 6 Wochen, um die 500 Rechner oder 1000 Rechner zurückzuspielen. Das ist in manchen Szenarien vielleicht akzeptabel, wenn es um unsere Versorgung geht und damit IT als Betriebsgrundlage von kritischen Infrastrukturen, ist das eher nicht akzeptabel. Auch Passwörter neu vergeben, eben mal 50.000 Passwörter an irgendwelche Behördenmitarbeiter neu vergeben, geht nur, wenn man eine Turnhalle mietet und da 30 Tische reinstellt und 40 Leute, die an Tischen sitzen und Passwörter vergeben und Persos checken und da aktiv dran arbeiten. Das ist kein kleines Projekt, das kann man machen, das ist keine größere Sache im Sinne von Krisenresponse, aber auch dafür braucht es Personal. Kein sonderlich gut ausgebildetes Personal, aber es muss eine Planung dafür geben. Es muss Leute geben, die das dann machen würden in so einem Szenario. Reden wir über Krankenhäuser.
Wir wissen, dass in HAL 7, das ist ein Protokoll für Datenaustausch zwischen medizinischen Geräten und Servern, PAX zum Beispiel, dieses System, das letztes Jahr um die Ohren geflogen ist, nutzt auch HAL 7, wo Bilder und medizinische Daten verarbeitet werden. Das hat wahrscheinlich Sicherheitslücken. Und wir kriegen die auch nicht gepatcht kurzfristig. Weil das ist so weit verbreitet, das kriegen wir da nicht raus. Und auch hier wieder das gleiche Problem, die Anlagen werden gekauft und geplant für 20, 30 Jahre in der Benutzung. Und dann ist das aber plötzlich kaputt. Nach 5 Jahren. Und dann bleibt es halt drin, weil man kann es nicht austauschen. Das ist jetzt nicht bezahlbar. Das geht dann nicht. Deswegen ist es weiterhin da. Wenn wir jetzt in HAL 7 eine größere Sicherheitslücke finden oder eine vorhandene verwenden, dann ermöglicht das überregionale Angriffe auf ganz viele Krankenhäuser parallel. Sollte ich vielleicht hier nicht so öffentlich sagen, das könnten ja Leute nutzen, aber das ist eigentlich bekannt. Eigentlich müsste man was tun, aber es tut keiner was. Und wenn wir jetzt uns das mal vorstellen, dass wir nicht ein Krankenhaus platt machen, sondern 20, dann wissen wir auch, dass Michaels Gruppe damit nicht 20 Krankenhäuser gleichzeitig wieder anfahren kann. Vielleicht haben die eigene Kapazitäten, vielleicht kommt noch vom Zertverbund was dazu oder von First oder sowas oder A360, keine Ahnung. Gibt es ja verschiedene andere Zerts, aber unterm Strich lässt sich aus diesem Szenario ein Szenario konstruieren, wo die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, einfach nur über die Verbreitung dieser Infrastrukturen. In der Wasserversorgung arbeitet man mit teilweise falschen, veralteten und nicht mehr aktuellen Annahmen über die Möglichkeit eines Handbetriebs. Vor 10 Jahren war das bestimmt noch überall möglich, die Wasserversorger von Hand zu fahren und einfach den Computer abzustöpseln und zu sagen, wir machen das wie früher auch. Aber die Mitarbeiter, die diese Fachkompetenz haben, die werden auch älter, die gehen auch in Rente. Und die neue Generation hat das nie geübt. Die hat nicht die ersten 20 Jahre ihrer Karriere damit zugebracht, diese Anlagen manuell von Hand zu fahren. Die haben angefangen mit digitalen Systemen und wenn die jetzt umschalten müssen auf manuelles Fahren, was sollen die dann tun? Die sind darin nicht geübt. Michael brachte vorhin das Beispiel mit den versalzenen Keksen. Bei einer Trinkwasserversorgungsanlage ist es durchaus denkbar, dass man, ohne dass das jetzt so auffällt, über IT-Manipulationen die Anlagen dazu bringt, dass sie das Trinkwasser, das ausgeliefert wird, verunreinigen, mit Bakterien zum Beispiel. Da gibt es ja, ist ja alles digital gesteuert. Und dann hätten wir ein Problem, wenn das jetzt aufgrund von wie viele Systeme gibt es für Trinkwasserversorgung? 2, 3, 4 digitale Systeme, die man am Markt kaufen kann. Und die haben halt alle Wasserversorger, haben eins dieser 2 oder 3 oder 4 verschiedenen Systeme, die sie benutzen. Das heißt, da haben wir fast diese Monokultur, von der ich gesprochen habe. Aber wenn 2 dieser 3 Systeme gehackt werden, dann ist bundesweit die Wasserversorgung ausgeschaltet. Wenn wir nicht mehr von Hand fahren können und die IT kaputt geht, dann müssen wir reagieren und wir wissen aber aktuell nicht, mit wem. Hier müsste das CHW kommen und ganz konkret forensisch in den Wasserversorgungen Dinge tun, damit die IT das Wasser versorgen kann, andersherum. Darüber haben wir schon gesprochen, aber auch hier nochmal ganz konkret um uns herum. 4.000, 5.000 Unternehmen nutzen Citrix Gateway und sind gerade alle geowned worden im Januar und haben Wochen gebraucht, um zu reagieren und die Patches einzuspielen. Microsoft ist nicht Microsoft als irgendein Betriebssystemhersteller, sondern Microsoft ist die Basis des Staates. Ja? In jeder Verwaltung läuft das, überall. Jede Uni, jedes Ministerium, jedes Amt setzt auch Microsoft auf. Wenn das wegbricht, dann ist vorbei so. Dann können wir über Wochen, über Monate gar nichts tun. Oracle ist auch so ein Problem. Und mit der Telematik treten wir uns gerade das nächste Problem ein, wo wir eine Monokultur bauen, die, wenn da einer sicher sogar drin bekannt wird oder groß wird, die flächendeckend richtig Katastrophen erzeugen wird. Und je größer die Monokultur, desto schneller muss man reagieren. Jetzt bei der Citrix-Geschichte haben wir gesehen, das hat 2, 3, 4 Tage gedauert, bis ein funktionierender Exploit auf Twitter zu finden war. Spätestens am 10. Januar gab es, glaube ich, auch auf Twitter den ersten Exploit gesehen. Und wir sehen jetzt noch eine vierstellige Anzahl Unternehmen in Deutschland, die Patches nicht eingespielt haben, die Firewall-Regeln nicht geändert haben, die immer noch infizierbar sind über dieses System. Auch da müsste man die abtelefonieren, in meinen Augen. Ich kann jetzt vom Michael, vom BSI nicht verlangen, dass sie jetzt wie in Israel auch, die allesamt so lange nerven, bis sie das gefixt haben. Aber wir als IT-Security-Community, wir können das leisten. Wir können digital uns vernetzen und dafür sorgen, dass diese am 10. Januar noch 4.000 Unternehmen einzeln abtelefoniert werden und notfalls bis zum Vorstand, so lange bis es gefixt wird. Das gefährdet uns alle. Das ist kein Kleinscheiß. Da geht es nicht um, dann haben die halt weniger Gewinn, sondern da geht es darum, dann haben wir keinen Strom mehr.
und das nicht für ein paar Stunden, sondern für ein paar Wochen. Dann ist hier Achterbahn. Apropos kein Strom mehr. Ich habe hier noch so ein Szenario, das ist noch ein bisschen unangenehmer. Vor drei Jahren haben wir gesehen, die sogenannte TR069-Sicherheitslücke in Telekom-Routern. Da waren 900.000 Geräte plötzlich offen am Netz und sehr leicht ownbar. Stellen wir uns das mal vor, dass diese Geräte jetzt eine Waschmaschine waren, also ein 3 Kilowatt Heizelement haben und nicht nur ein Router, der irgendwie 50 Watt braucht, wo es egal ist. Also 1 Million Waschmaschinen, 3 Kilowatt Heizelement sind 3 Gigawatt Schaltleistung. Die haben auch alle Internet, die haben NTP, die können wir sehr synchronisieren, sehr, sehr schön gleichmäßig. Also eine kleine Sicherheitslücke, Größenordnung TR069 Sicherheitslücke im Router, auf einer Waschmaschine mit Heizelement, 3 Gigawatt Schaltleistung. Unter uns, ja, das habe ich nicht aufgeschrieben, wir können in Deutschland meiner Kenntnis nach etwa ein halbes Gigawatt so Schaltleistung spontan ausgleichen über Frequenzausgleichsanlagen. Keine 3. Und wir reden hier von 2,4% der Haushalte, die so ein Gerät nur haben müssen, damit wir richtig am Arsch sind. Also 3 Gigawatt Schaltleistung, synchron zur Netzfrequenz, dauert keine 5 Minuten und europaweit ist der Strom aus. Und das nicht für ein paar Stunden, sondern da kann man vielleicht mal das Beispiel mit diesem Kreuzfahrtschiff, diese Auslieferung in Oldenburg 2014-15 heranziehen. Da haben sie geplant eine Stromleitung mal abgeschaltet, eine wichtige Überlandleitung von Norwegen nach Portugal, wo Wasserstrom verkauft wird oder in beide Richtungen in Europa. Die wurde geplant abgeschaltet. Danach ist eine andere Sicherung gekommen, weil die Netzfrequenz zu sehr abgesackt ist und das europäische Stromnetz zerfiel in 3 Teile. In Oldenburg dauerte der Stromausfall ein paar Minuten, in Frankreich ein paar Stunden. In Portugal 6 Wochen. Also, die ist nicht durchgängig, die hatten zwischendurch auch mal 2 Stunden Strom, aber da war 6 Wochen der Strom aus. Unser Netz ist so an der Grenze, so auf Kante genäht, da ist so wenig Kapazität drin, um solche Störungen auszugleichen, um Strom umzuleiten, dass wir mit 3 Gigawatt Schaltleistung, also nur 1 Million Waschmaschinen, europaweit den Strom ausknipsen können. Das ist eine Frage der Zeit, bis das passiert, weil wir werden diese Waschmaschinen bekommen. Und wenn es die Waschmaschine nicht ist, ist es der Kühlschrank oder der Wasserkocher oder die Kaffeemaschine. Die haben allesamt entsprechende Kilowattlasten. Wenn wir davon genug ausrollen in Europa, dann stehen uns lustige Zeiten bevor. Weil bevor wir das Stromnetz wieder anfahren können, müssen diese störenden Geräte entnetzt werden oder geupdatet. Das heißt, wir stehen vor der Aufgabe, 1 Million Waschmaschinen zu patchen zu müssen, bevor wir wieder Strom haben in ganz Europa. Wer soll das machen? Ja, man muss von Haus zu Haus gehen. So, Fragen machen wir danach auf jeden Fall. Lass mich kurz über die Alarmierung des CHW sprechen. Das ist nämlich nicht so, ihr könnt das nicht alarmieren in unserer Vorstellung, sondern nur die Behörden können das. Denn wir wollen davon sicher gehen, dass der Einzelne sich nicht darauf verlässt, dass das gibt, sondern dass das BMI eine Großlage ausrufen muss, bevor das CHW überhaupt einen Handschlag tut. Und die Großlage ist dann peinlich genug, dass man hoffentlich eigene Vorsorgen trifft. Das ist wie beim THW. Das THW kann auch nicht einfach ausrücken oder gerufen werden. Da muss das BMI sagen, oh shit, jetzt haben wir eine Großlage, das ist groß genug, jetzt kommt das THW und dann wird es alarmiert bzw. der Einsatz befohlen vom BMI. So müsste man das bei einem CHW auch machen, damit das auf jeden Fall nicht so leicht missbraucht werden kann. Das MIRT, die Berufsfeuerwehr, die rückt zuerst aus und das CHW wird nachgefordert als freiwillige Feuerwehr im Notfall. So die Idee. Wenn man das so rum spielt, dann ist das juristisch sehr sauber für die Helfer. Denn die Helfer haben sicherlich Fragen, Versicherung, Haftung, Unfallversicherung, Dings. Das fällt dann alles sauber weg. In dem Moment, wo das BMI beauftragt oder der Staat beauftragt, sind das Verwaltungshelfer und die sind über Bund oder Land, je nach Detail, versichert und von Haftung ausgenommen. Genauso wie wenn ein Baum über die Straße fällt und jemand von der Behörde sagt, lauf mal los, hol mal eine Motorsäge und auf dem Weg breche mir den Fuß, dann war er Verwaltungshelfer, obwohl ich sonst kein Beamter bin. Das heißt, für diesen offiziellen Auftrag, hol mal eine Motorsäge, um diesen Baum von der Straße zu sägen als Bürger, wäre ich dann fast Beamter, in Anführungszeichen. Die Juristen werden mich hauen vermutlich. Wir haben mit den Behörden gesprochen und die Behörden haben gesagt, ganz wichtig wäre, dass wir eine Art von Ausbildung haben, eine Art von Struktur, damit man auch weiß, wer kümmert sich, wer kommt und was können die.
Vereinheitliche Standardisierung, sagen die, brauchen wir, gut, können wir machen, kein Problem. Wir haben uns da mal ausgetauscht über zu welche Themen da wohl wichtig sind. Und das sind so die Themen, die wir wohl jedem mitgeben wollen, auch jedem einfacheren Helfer, der jetzt nicht der große Forensiker ist, sondern der so ein Backup zurückspielen kann, sondern Passwort resetten oder so ein Sub-D-Kabel in einen SPS stecken, Knopf drücken, warten und dann repeat 500 Mal oder sowas. Dinge flashen braucht es auch, ganz wichtig. Und diese Dinge, ethische Grundsätze, Kommunikation und Teammanagement, Krisenkommunikation, muss jeder haben, ein paar Grundlagen IT und OT vielleicht auch und vor allen Dingen Einschätzen von Situationen zum Selbstschutz ist nötig. Sowas könnte man da als Ausbildung haben, aber es braucht auch Ausbildungszentren, denn die Dinge, die da draußen benutzt werden, an die kommen wir zum Spielen nicht ran. Wir Hacker und Nerds, wir wollen spielen, wir wollen die Anlagen haben, aber wir haben keine großen Leitstände, die wir mal zerhacken können. Wir haben keine großen SCADA-Installationen, in denen wir gefahrenlos spielen können. Ja, vorhin Tschernobyl-Trauma habe ich erwähnt. Wenn wir diese Ausbildungszentren hätten, dann hätten wir diese Sorge nicht. Dann könnten wir tatsächlich üben. Dann könnten wir tatsächlich mit Kapazitäten mal Szenarien üben, die man sonst nicht bewältigen kann und gucken, was passiert, ohne dass irgendwelche Kraftwerke kaputt gehen dabei. Sowas gibt's schon, denn auch das THW hat Ausbildungszentren mit Übernachtungskapazitäten für 50, für 100 Leute, wo sie Brücken bauen. Das ist irgendwie eine größere Wiese und ein paar größere Betonklötze und da kann man Eisenbahnnotbrücken aufbauen mit Kränen, so als Übungsplatz. Die Feuerwehren haben auch sowas. Die Feuerwehren haben in der Fläche des Landes Übungszentren, wo sie Atemschutztraining machen. In Flugzeugen, in Zügen, in irgendwelchen simulierten Gebäuden, in speziellen Labyrinthen aus Käfigen gebastelt, wo man dann mit der Atemschutzanlage mal durchrutscht und das mal übt, wenn man wirklich nicht sieht, wenn man wirklich im Einsatz wäre. Das ist nicht mal teuer, sowas zu bauen. Wir können die anderen so gebraucht kaufen. Die sind ja alle obsolet, die da draußen eingesetzt werden. Und könnten dann so ein Ausbildungszentrum damit bestücken. Ich halte das für eine wichtige Idee, dass das CHW sowas bekommt. Wo kommen die Helfer her? Die Helfer des CHW kommen von, ja, das seid ihr. Das liegt daran, ihr habt eine Verantwortung. Ihr seid Staatsbürger, Mitglied dieser Demokratie. Ihr habt Kenntnisse, ihr versteht die Technologien, ihr versteht die Szenarien, ihr versteht die Probleme. Ihr habt alle genickt, als ich die Szenarien aufgelistet habe, das heißt, ihr versteht sie. Wenn ihr jetzt nicht mithelft, ist das unterlassene Hilfeleistung. Also fast. So, aber trotzdem, wir wollen alle nicht für die Geheimdienste arbeiten. Wir wollen nicht für die Polizei arbeiten. Wir wollen, dass die Werkzeuge, die wir gebaut haben, auch bei uns bleiben. Problembewusstsein haben wir das schon mal gut. Aber wir brauchen eine Behörde, mit der wir zusammenarbeiten können. Viele finden das BSI eher gut. Es ist ja auch hier aufgeschlagen. Das BMI hat auf unsere Einladung, hierher zu kommen, leider nicht reagiert. Deswegen finden wir das nicht so gut. Hat auch noch andere Gründe. Aber ungefähr so. Und wir brauchen also Schutz vor offensiven Einsätzen. Wir haben unsere Werkzeuge gebaut, wir haben unsere Forensik-Toolkits, wir haben unsere Skriptsammlungen, die wir über die Jahre entwickelt haben. Und die sind Dual-Use. Und die sollen nicht zu den Behörden kommen. Deswegen brauchen wir eine Schutzfunktion in diese Richtung, damit das CHW mit seinen Werkzeugen auch arbeiten kann, ohne dass die irgendwo hinkommen. Andere ganz konkrete Bedingungen, die wir als Community bräuchten, um dem Staat in der Krise zu helfen, sehe ich, glaube ich, nicht. Also ja, Kooperation denke ich ja, aber zu unseren Bedingungen. Also ganz konkret, wenn wir unsere Bedingungen umgesetzt kriegen, dann gibt es auch Vertrauen und Engagement von uns allen. Und wir müssen also den Durchgriff der Sicherheitsbehörden auf das CHW limitieren. Und die Werkzeuge, ja, das habe ich ja schon gesagt, ne? Siehst du, ich muss mal öfter drücken hier. So. Und das ist in meinen Augen eine Aufgabe für die Rechtsform des CHW. Ich habe da noch ein paar Slides vorbereitet. Die Rechtsform ist nicht abgeschlossen, in keinster Weise. Aber wir debattieren weiter und versuchen, die beste Möglichkeit rauszufinden. Und hier wollte ich jetzt einfach mal 3, 4, 5 verschiedene Ideen etablieren. Wenn ihr gleich eine andere habt oder noch weitere Ideen habt, könnt ihr die gleich in der Q&A-Runde mal einstreuen. Hornkasen notiert sich die und dann können wir die später nachbereiten und analysieren. Also wir haben das DRK, das ist ein eingetragener Verein. Das ist schon mal super. Da kann man über die Vereinssatzung Dinge tun und der kriegt seine Legitimation über eine Kooperationsvereinbarung mit dem BMI.
Der gibt dem CHW, Quatsch, dem DAK dann den Status des Verwaltungshelfers, gewissen Schutz vor Haftung und sorgt für Unfallversicherungen und so. Allerdings, Nachteil der ganzen Geschichte ist, dass der Katastrophenschutz, den das DRK ja auch macht, gehört zum ideellen Bereich und ist rein Spenden getragen. Der Rest der Aktivitäten des DRK sind finanziert über Krankenhäuser und über Dienstleistungen, die sie für Krankenkassen zum Beispiel erbringen, Krankentransport, aber Katastrophenschutz nicht. Das ist ein Argument dagegen, weil das CHW wäre ja nur Katastrophenschutz. So, es gäbe keinen wirtschaftlichen Bereich, es gäbe nur diesen ideellen Bereich. Aber auf der anderen Seite, als e.V. ist vom BMI unabhängig, das ist eine schöne Sache. Genau, dann könnte man das Ganze, man merkt es am Namen vielleicht schon, als Fachgruppe im THW etablieren. Das wäre eine gute Idee, denn das THW ist eine Bundesanstalt, die hat ein eigenes Gesetz, da kann man reinschreiben, was geht und was nicht geht. Allerdings, das THW hat auch eine Grundausbildung. Das ist zwingend erforderlich, dass jeder Helfer diese Grundausbildung hat. Je nachdem, wie man das macht, sind das 150 Stunden Knoten üben, drei Beine stellen, hochfegen. Ich übertreibe ein bisschen, aber auf jeden Fall nichts, was für jemanden, der ansonsten irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 auf dem Tagessatz auf Rechnung schreibt für Forensikdienstleistungen, attraktiv wäre zu tun, diese Helferausbildung am THW zu machen. Da sind wichtige Sachen bei, aber so ist es vielleicht nicht ganz so geil. Allerdings, die Fachgruppen sind in der Fläche breit etabliert. Wir haben Ortsverbände überall, wir haben überall diese Fachgruppen. Das wäre nicht so, das wäre leicht und naheliegend, diese Infrastrukturen zu nutzen und sich da dran zu hängen. Das THW kriegt gerade eine neue Fachgruppe, die Fachgruppe N. In der Bundespolitik haben da manche, insbesondere Marian Wendt, dazu gesagt, die hätte was mit Cyber zu tun. Dem ist nicht so. Die Fachgruppe N macht nichts mit Cyber. Die haben einen Gabelstapler und ein paar Lichtmasten und einen LKW und einen Stromgenerator, aber nichts Digitales. So, und das CHW ist deswegen super, das THW, weil es bereits einen starken zivilen Fokus hat. Durch internationale Verträge und das CHW-Gesetz sind jegliche Art von offensiven Einsätzen ausgeschlossen. Ja, die haben Sprengstoff, die haben Sprengmeister, die können eine Straße, die verschüttet ist, wieder frei sprengen. Aber trotzdem dürfen sie keine Bunker in Afghanistan sprengen. Da kann das BMVG noch so oft fragen. Also das BMVG hat das THW tatsächlich gefragt, ob sie in Afghanistan Bunker sprengen möchten, weil sie die Bundeswehr das für zu schwierig findet oder sowas. Die Antwort war nein, weil man ist ja eine zivile Katastrophenschutzorganisation, die Non-Competent-Status hat, wie das DAK auch. Und deswegen wird man in keinem Krisengebiet der einen Seite helfen. Das ist nicht das Prinzip des CHW. Das ist also von Vorteil. Da gibt es schon was, wo man das Offensive ausgeschlossen hat durch Gesetz und Verträge. Man könnte das auch noch als Sondereinsatzeinheit bauen. Das hat vielleicht Vorteile, weil es schneller geht. Eine Fachgruppe auszurollen in der Fläche ist aufwendig. Das braucht Strukturen und Personal und vor allen Dingen politischen Willen. Sondereinsatzeinheiten sind eher kleiner. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt eine Sondereinsatzeinheit, die kümmert sich um Trinkwasser. Die fliegen dann mit 72 Stunden Notice Period irgendwie nach Bhutan und bauen dann Trinkwassergewinnung auf, weil die alte Rad kaputt gegangen ist wegen dem Erdbeben oder sowas. Das ist toll. Das ist vielleicht zu zentral für so ein CHW. Aber es geht zumindest schnell, das auszurollen, so eine Sondereinsatzeinheit. Dann könnte man so ein CHW auch ans BSI oder ans Mobile Incident Response Team direkt angliedern. Das hat Vorteile, weil die Fach- und Rechtsaufsicht des BSI nach wie vor beim BMI ist. Damit kann das BMI anordnen, dass Werkzeuge oder Dinge, die es im BSI gibt, durchgereicht werden müssen zu den Sicherheitsbehörden, zu unseren Nachrichtendiensten. Das könnte man in der Zukunft natürlich umgehen durch ein unabhängigeres BSI, durch eine eigene Fachaufsicht und keine BMI-Fachaufsicht. Da gibt es verschiedene Dinge. Wir hören dann nachher noch ein bisschen mehr dazu. Allerdings habe ich in diesem aktuellen Szenario, wo das BSI komplett dem BMI unterstellt ist, große Bauchschmerzen dabei, weil ich halte es für sehr schwierig, den offensiven Einsatz auszuschließen und den Durchgriff der Sicherheitsbehörden auf unsere Dual-Use-Werkzeuge. Das ist nochmal zu diskutieren. Allerdings in dem Moment, wo man direkt im BSI am MIRT dranhängt, ist, glaube ich, im Einsatzfall der Dienstweg der kürzeste, die Kommunikation die beste und die Vorbereitung und Abstimmung im Vorfeld und das Teamplay am leichtesten zu üben. Je weiter man wegkommt institutionell, desto schwieriger wird das vielleicht. Wenn das MIRT die Berufsfeuerwehr wird, dann und wir die Freiwillige Feuerwehr, dann brauchen wir diesen Austausch. Also nah dran ist, glaube ich, schon eine gute Idee. Man könnte auch eine eigene Bundesanstalt machen. Eine eigene Bundesanstalt wie das THW. Das hat
sehr großen behördlichen und politischen Aufwand. Aber vielleicht rüttelt dieser Vortrag auch ein paar Leute wach und man sagt, ja, wir wollen das so machen. Ja, wir wollen diese lächerlichen, weiß ich nicht, paar Millionchen, die wir brauchen, um das zu bauen, investieren. Ja, wir wollen dafür ein Gesetz schreiben. Ja, wir wollen dafür das bauen. Dann könnte man das machen. Vielleicht wäre das die beste und flexibelste Idee von allen. Das hätte allerdings einen größeren Abstand zum THW zur Folge. Denn das THW hat ganz viele Fachkenntnisse zu Krisenlogistik, Krisenkommunikation, Krisenabwicklung, Management von Ressourcen in der Krise, Leben in der Lage. Das sind Dinge, die haben wir nicht. So, wir können die Systeme bedienen, wir können sie fixen, wir können sie reparieren, aber wir wissen nicht, wie wir das in einer großen Skala im Teamplay mit ganz vielen Leuten machen. Und diese Abstraktion davon kann das THW. Und diese Symbiose müssten wir eigentlich suchen, wenn wir das gemeinsam machen wollen. Ja? Wenn wir das als eigene Bundesanstalt machen, dann könnten wir auch ein eigenes CHW-Gesetz haben. Das hätte die größte Flexibilität. Damit könnte man all das abdecken, was wir vom THW-Gesetz haben wollen, plus noch ein paar Spezialregelungen im Sinne von zum Beispiel DSGVO, Datenverarbeitung personenbezogener Daten in der Krise. Das braucht man auch und diverse andere Details. Allerdings auch hier wieder eher einen größeren Aufwand. Trotzdem die beste Garantie auf rein defensiven Einsatz und damit der größte Vertrauensvorschuss, den die Regierung, der Staat uns geben könnte, um sagen zu können, so wollen wir das machen. Das wäre auch ein Modell. Abschließend zu diesen Modellen muss ich sagen, das sind nur Überlegungen. Wir sind noch nicht final in der Entscheidung da. Wir wollen jetzt mit dem Konzept in den nächsten Wochen und Monaten auf die Behörden zugehen, das vertiefen, diskutieren, weitere Anregungen aufnehmen und weitere Rechtsformen diskutieren, in der Hoffnung, dass wir eine Lösung finden, die das Vertrauen und die Sicherheit der Community gibt, dass ihre Mittel und Werkzeuge eben nicht Dual-Use eingesetzt werden oder von den Sicherheitsbehörden durchgegriffen werden können und gleichzeitig dem Staat das Vertrauen gibt, dass das seine eigene Institution ist, die funktioniert, die der Bevölkerung dient. So, ich bin mit der Zeit ein bisschen schwierig. Haftung gibt es nicht, läuft, Verwaltungshelfer, kein Problem, können wir später nochmal vertiefen. Versicherung, gleiche Geschichte, läuft, wenn man Verwaltungshelfer ist, dann ist man fast Beamter und an dem Moment zahlt Unfallkasse Bund oder die Länder, wenn was passiert. Das ist leicht zu beantworten und würde in allen Rechtsformen funktionieren, wenn das BMI die Alarmierung durchführt. Lass dir Zeit, du hast so schnell geredet. Echt? Oh, ich rede jetzt langsamer, okay? Ja, okay. Freistellung und Kostenerstattung ist ein Thema, beim THW ist das ganz wunderbar gelöst. Da ist es so, der Arbeitgeber kriegt den Bruttolohn des Mitarbeiters, der im Einsatz war, ausgezahlt vom Staat. Das ist einfach unkompliziert. Es gibt eine Richtlinie für Selbstständige, wie die entschädigt werden. Das funktioniert auch. So könnte man es machen. Ich habe ja so ein bisschen die Vorstellung, wenn man Copy-Paste anbietet und sagt, ja, wir könnten das einfach übernehmen von dieser Organisation, das läuft ja schon, dann macht es das dem Staat einfacher. Weil wir müssen das jetzt tun. Es geht nicht darum, dass wir jetzt noch 5 Jahre politischen Prozess machen, sondern wir brauchen das jetzt, dieses CHW. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, dass man guckt, was kann man copy-pasten, was kann man reusen. In dem Moment, wo eine Behörde sagt, ja, den Prozess kennen wir, den können wir genauso nochmal bauen, ist es vielleicht schneller und einfacher, weil wir brauchen das wirklich. Deswegen veröffentlichen wir heute das Konzept in schriftlich und freue mich sehr über euren Input, eure Rückfragen dazu. Und da ist es jetzt als PDF frisch veröffentlicht und auch schon, glaube ich, ein bisschen in der Presse jetzt parallel. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte jetzt. Ja, sorry, nehme das nicht persönlich, aber ich finde das eine super schlechte Idee. Denn ich glaube, wir haben es hier mit einer Art Markt zu tun und ich möchte das mal an der Bahn als Beispiel illustrieren. Ja, nehmen wir mal an, die Bahn möchte in Stuttgart einen Bahnhof bauen und setzt einen Betrag an, der ein Drittel der tatsächlichen Kosten ist und verkackt es nach Strich und Faden und jetzt kommen Freiwillige und bauen den fertig. Ja? Würdest du, erste Frage, würdest du da einen Zug reinfahren lassen, wenn es irgendwelche Leute gebaut haben? Wahrscheinlich nicht. Zweite Frage, glaubst du, die Bahn plant ihren nächsten Bahnhof ordentlich? Wenn sie da von den Freiwilligen gerettet wurde, das letzte Mal auch nicht. Ja? So, und jetzt nehmen wir an, du bist ein Mitbewerber der Bahn, ja, und du beobachtest das Problem und du hast es die ganzen Jahre ordentlich gemacht und jetzt kommt jemand und bellt die Bahn raus, dann hast du einen Wettbewerbsnachteil, wenn du das weiter ordentlich machst. Das heißt, du machst es nicht nur für die schlecht, du hast auch eine schlechte Ausstrahlung ins Ausland. Ja? Also das ist auf jeder Ebene schlecht, die Idee, finde ich.
Naja, es geht ja nicht um den Bahnhof hier. Es geht auch nicht um die Bahn. Es geht darum, dass unsere Lebensgrundlage, unsere grundsätzliche Versorgung mit Strom, Wasser, Internet, Lebensmittel, Finanzdienstleistungen und den Rest der neuen Kreditsektoren, dass die wieder angefahren werden kann. Wenn das ausfällt und kaputt geht, dann reden wir über Wochen von grundsätzlichen Ausfällen, wo nichts mehr geht. Wir reden nicht darüber, dass ein Bahnhof nicht geht und ein paar Züge nicht fahren können und ein paar hunderttausend Leute nicht von A nach B kommen können, weil die können immer noch Autos oder Busse nehmen. Wir reden davon, dass kritische Infrastrukturen ausfallen werden. Das ist, ich weiß nicht, ich sehe da auch keine wirkliche Abschreckung im Sinne von, dann muss ich es ja nicht mehr sicher machen, wenn die mich dann retten werden. Weil in dem Moment, wo es ausfällt, haben die riesengroße Haftungssummen am Start, die sie bezahlen müssen. Dann sind sie dagegen vielleicht oder vielleicht auch nicht versichert. Das ist groß in der Presse, in den Medien, öffentlich, dass jemand es verkackt hat und der Staat reagieren musste darauf und Dinge wieder anfahren. Wir reden davon, dass 100.000 Unternehmen nicht mehr arbeiten können, wenn Kritis auch mal nur für eine Stunde ausfällt. Das ist nicht nur ein Bahnhof. So, das CRW wird nur tätig, wenn es schon brennt. Richtig. Magst du noch mal? Also du sagtest, das CRW wird nur tätig, wenn es schon brennt. Du hast davon geredet, unter welchen Voraussetzungen sozusagen wir bereit wären, dem Staat zu vertrauen. Wie ist es denn mit der anderen Richtung? Gibt es schon Erkenntnisse darüber, ob das BSI uns vertraut, sowas aufzubauen? Also wir haben mit dem BSI und dem BBK gesprochen und offiziell und in kleineren Runden auf Veranstaltungen wie dieser. Und die Reaktionen, die von da aus kamen, waren durchweg äußerst positiv. Nun sind wir natürlich in einer sehr frühen Phase dieses Projekts. Und in dieser sehr frühen Phase können wir keine garantierten Zusagen oder verbindlichen Aussagen erwarten. Aber wenn uns das BBK sagt, dass sie unser Projekt wohlwollend begleiten wollen und das BSI uns sagt wortwörtlich, dass sie eine Zusammenarbeit auf Arbeitsebene für möglich halten, dann ist das, glaube ich, das, was wir jetzt gerade erwarten können. Viel mehr können wir nicht erwarten. Deswegen würde ich sagen, ja, der Staat möchte das. Der Staat hat auch Bedingungen diktiert, also zumindest auf Arbeitsebene. Das ist vor allen Dingen, dass wir eine halbwegs standardisierte Ausbildung haben, wo so ein bisschen so ein Mindestkenntnisstand dokumentiert wird und darüber hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten, ähnlich wie beim THW auch, darstellbar sind und abrufbar sind. Beantwortet das deine Frage, Andreas? Exzellent. Dann haben wir da hinten noch eine Frage gesehen. Ja, vielen Dank für den Vortrag, fand ich sehr spannend. Mich würde noch mal interessieren, ob ihr euch eigentlich, also erstens, ob es noch andere Beispiele gibt in anderen Ländern. Also mir zum Beispiel ist geläufig dieses estnische Cyber Defense Unit, das aber, soweit ich weiß, auch eine halb militärische Einheit ist. Voll militärisch. Oder voll militärisch, genau, aber trotzdem von Freiwilligen organisiert ist. Und mich würde dann auch interessieren, habt ihr da auch Abstimmungen mit anderen Organisationen der Art in anderen Ländern und wie könnt oder habt ihr da irgendwie noch Inspirationen draus gewonnen? Also wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Truppe in Estland und haben keine Reaktion bekommen. Wir haben über 2-3 Monate immer wieder E-Mails geschrieben dahin und bekamen keine Antwort. Wenn ihr da wen kennt zum Austauschen, wäre das spannend. Aktuell gibt es sowas, wie wir es hier wollen, glaube ich, noch nicht. In Europa vielleicht schon. Vielleicht haben wir was übersehen, das kann gut sein. Dann bitte auch ein Hinweis an uns. Wir möchten das halt nicht dem Militär überlassen. Wir denken, das ist eine zivile Aufgabe, das ist Katastrophenschutz, nichts Militärisches. So, wir haben das in Deutschland getrennt aus gutem Grund in den 50er Jahren. In anderen Ländern ist das anders. Die haben nicht diese Historie, die wir haben mit unserem Militär, mit unserem Grundgesetz, mit unserem Katastrophenschutz. Da ist das Militär viel schneller im Inland im Einsatz. Das ist okay, die haben eine andere Historie. Bei uns ist das komplett getrennt. Wir haben das THW als komplett zivile Truppe. In anderen Ländern macht das dann gleich das Militär, dass dann die Sandsäcke schleppt und Licht aufbaut oder solche Katastrophenschutzeinsätze macht. Bei uns wollen wir das nicht und deswegen brauchen wir auch da eine deutsche Lösung und keine estnische, wo man das Militär das machen lässt. Aber das ist meine Meinung. Zwei Fragen. Also eine Anmerkung. Das THW hängt genauso am BMI wie das BSI. Ist auch eine Geschäftsbereichsbehörde des BMI, also insofern mehr Unabhängigkeit gewinnt man damit nicht. Und zweitens, das THW hat eine furchtbar alte, furchtbar diversifizierte Organisation. Da müsste man jeden Ortsvorsitzenden, an dem man dann dranhängt, davon überzeugen, dass Cybernotwehr eine geile Idee ist. Und der kann noch nicht mal Cyber schreiben normalerweise.
das Problem. Habt ihr im Fall der eigenen Organisation, habt ihr euch mal überlegt, was für ein Ressourcenaufwand da dazu kommt? Also zusätzlich zu dem, wir schulen uns, weil das THW hat ja einen Präsidenten, es hat eine Zentralverwaltung, es hat Ortsverbände, es hat Personalleute und so weiter. Es hat Regionalverbände, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es hat, aber das THW hat tausende Menschen in Deutschland, die nichts mit Katastrophenschutz machen, die einfach nur Verwaltungsbeamte sind. Und das würde ja einer eigenen Behörde genauso blühen, wie es dem THW blüht? Nun, wir haben 2020, also ich antworte erstmal die erste Frage so. Ja, das THW hängt auch am BMI, aber das THW hängt da anders dran als das BSI. Denn das THW hängt da mit dem THW-Gesetz dran und mit den internationalen Verträgen, die den offensiven und militärischen Einsatz pauschal ausschließen. Das heißt, die Weisung von der Sicherheitsbehörde oder dem Nachrichtendienst an das THW etwas zu tun, was ihrem Auftrag widerspricht, kann von der Führungsebene des THW zurückgewiesen werden. Da gibt es auch in Behördenstrukturen Prozesse für. Das geht. Das BSI kann das so nicht tun. Wenn der Nachrichtendienst sagt, so, schick mal rüber die Sicherheitslücken, die ihr gefunden habt, dann gibt es sogar Passagen in Gesetzen, die das BSI dazu zwingen, das zu tun. Das ist nichts, was sie abwehren könnten. Das THW hingegen kann das abwehren und hat es abgewehrt. Die haben nämlich in Afghanistan keine Bunkeranlagen gesprengt, obwohl sie angefragt wurden, das zu tun. Im Gegensatz, auf der anderen Seite musste das BSI trotz Protest den Staatstrojaner auditieren. Also da gab es Protest aus dem BSI, dass man das lieber nicht machen möchte wegen dem Vertrauen, aber sie wurden dann trotzdem dazu gezwungen, den Staatstrojaner zu auditieren. Das heißt, diese Schutzfunktion gibt es da nicht. Ja, es hängt weiter am BMI, aber im Detail ist es ein bisschen komplizierter. Warum wurde das deine Frage? Ich kenne die Strukturen so ein bisschen intern und ich würde nicht allzu viel darauf geben, dass die THW-Führung überhaupt versteht, was sie dann tut. Ah, genau. Zweite Frage. Eigene Behörde. Ja, natürlich würde das mit der Zeit eine eigene Organisation in groß werden, ähnlich wie das THW. Aber das ist okay. So, vielleicht schaffen wir es, das Ganze ein bisschen langsamer verkalken zu lassen. Jede Organisation fängt klein und agil an und wird dann größer, bläst sich auf, verkalkt langsam und kriegt einen Wasserkopf. Das ist normal überall. So, am Anfang wäre das CHW bestimmt keine verkopfte, wasserkopfverkalkte Behörde, sondern agil, klein und schnell. Da muss man nur dafür sorgen, dass man das möglichst lange erhält, sage ich mal. Vielleicht ist das ein Weg, vielleicht geht es auch mit entsprechenden Fürsprechern und ein paar Ordre de Mufti von oben aus dem Bundesvorstand vom THW auch ein bisschen was zu reißen. Ich will es noch nicht ganz ausschließen, dass man mit dem THW nicht doch zusammenarbeiten könnte, auch wenn die alteingesessen verkalkt sind, aber sie haben auch einen enormen Vertrauensvorschuss. Sie haben ein unglaublich gutes Image. Wenn man vom THW kommt, dann vertraut einem die Bevölkerung, dann lässt man die Person ins Haus, um den Wasseranschluss abzudrehen oder anzudrehen oder die Waschmaschine zu patchen. Und dieses Vertrauensvorschuss brauchen wir auch in der Zukunft. So, das ist wichtig auch für ein CHW. Deswegen ist das attraktiv, dass man vielleicht doch trotz der Hürden, dass jeder Ortsvorsteher überzeugt werden müsste, dass man trotzdem mit dem THW spielen kann. Bitte keine Diskussion gerade. Nächste Frage. Oh, hallo. Hallo. Viele von den Konzepten, die du vorgestellt hast, hast du die größten Probleme in den Dual-Use-Tools gesehen. Ich mache jetzt seit 10 Jahren Incident Response. 90% der Tools, die wir einsetzen, sind Open Source und sollten auch Open Source bleiben. Und die sind aber in der Regel nicht für offensive Tätigkeiten einsetzbar. Das heißt, ich sehe da nicht so ein großes Problem wie du tatsächlich in diesem Durchgriff auf Tooling. Wenn ich sage, dass ich für Übungszwecke, also für Simulationsübungen, offensive Tools brauche, um Angriffe zu simulieren, würde ich in der Regel ja Angreifer, die tatsächlich existieren, simulieren. Und das sind auch Tools, die man, sag ich mal, erwerben kann, beziehungsweise die man halt sich bei VirusTotal kopiert und damit dann die Angriffe realitätsnah darstellt. Das heißt, ich glaube, diese Probleme, die du da siehst, die könnte man wahrscheinlich relativ easy wegkriegen, indem man einfach weiterhin auf Open Source setzt, diese Open Source Tools öffentlich weiterentwickelt und die werden ja weltweit auch eingesetzt. Also ich verstehe das Problem mit diesem Dual Use nicht. Ja, das ist auch nicht mein Problem. Also doch schon, aber es ist folgendermaßen gelaufen in die Richtung. Ich habe mit Leuten gesprochen, wir haben mit Leuten gesprochen und gefragt, was wäre nötig, damit du dich engagierst in so einem
zukünftigen hypothetischen Konstrukt? Und die Antwort war immer, ja, kein Durchgriff der Sicherheitsbehörden. Ich möchte nicht für die Sicherheitsbehörden für Nachrichtendienste eingesetzt werden. Weder meine Werkzeuge, meine Arbeitsleistung, meine Forensikwerkzeuge, noch ich selbst als Helfer. Und beides muss man abdecken. Es geht nicht nur um Tooling, es geht auch um die Personen, die das nicht wollen. So, das muss der Staat selbst können, das kann der Staat selbst, das muss der Staat alleine können. Und wir als CHW würden dann Instant Response in der Fläche machen. Und das war die Bedingung, die ich gehört habe. Ich renne ja damit schon ein bisschen rum und frag Menschen und frage, was muss passieren, damit ihr euch engagiert in so einem CHW? Und das war die Antwort. So, wenn du andere Kriterien hast, hau sie raus. Bitte, hier sind Kontaktdaten. Erzähl uns, was brauchst du, damit du dem CHW als Helfer beitreten würdest und damit du dich engagieren würdest? Welche Bedingungen, welche Ausschlüsse, welche Einschlüsse brauchst du? Machen wir. Aber redet mit uns. Nächste Frage. Ja, ein kurzer Hinweis. IoT-Waschmaschine gab es auf dem Kongress in Hamburg schon. Das Ein- und Ausschalten bundesweit von Solaranlagen, die halt mäßig sauberen Kontrolle hatten. Das auch in, ich glaube, es waren sogar zweistellige Gigawatt, die da geschaltet werden konnten. Also das ist nicht so rein hypothetisch. Das andere Problem, was ich aber sehe, gerade bei Incident-Respondern, dass die bei einem Großschadensereignis dann schon zu Kunden hingerufen wurden und dort auch schon unterstützen sollen. Das heißt also, für ein CRW eventuell nur eingeschränkt noch zur Verfügung stehen. Ja, danke für diesen Input. Das ist, sehe ich nicht so. Denn wenn wir das Großschadensereignis haben, dann brauchen die Unternehmen, dann arbeiten die auch nicht mehr. Dann warten die darauf, dass sie wieder arbeiten können, dass ihre Betriebsgrundlage wiederhergestellt wird. Was das jetzt ist, Strom, Wasser, IKT, Server, Dings. Das ist dann ja erstmal weggebrochen im Zweifel. Und dann können die Unternehmen nicht arbeiten oder sie können noch arbeiten, aber nur noch 2-3 Tage und dann ist es vorbei. Und deswegen denke ich, wenn das BMI dann anruft und sagt, wir brauchen bitte mal eure IT-Abteilung im CHW, jetzt hier ganz woanders, dann wird das eher akzeptiert werden. Denn die Unternehmen wissen, dass sie in 2-4 Tagen dann nicht mehr arbeiten können, weil eine kritische Ressource nicht mehr da ist oder wegbrechen wird, wenn sie jetzt nicht wieder angefahren wird. So ein Krankenhaus hat ja auch nur für 4 Stunden oder so Diesel in ihren Tanks für den Notstromgenerator. Wenn der Notstromgenerator anspringt, dann fragt man nicht, haben wir jetzt einen Tanklastwagen, sondern dann muss der rollen und dann hat das Priorität über andere Sachen. Und genauso ist es da auch, wenn ein IT-Dienstleister, keine Ahnung, der angerufen wird von irgendeinem Unternehmen, kommt mal hier Dinge fixen und der IT-Dienstleister muss dann aber dafür sorgen, dass alle anderen Unternehmen auch noch, ich denke, dass das eine Prioritätenabwägung des BMI treffen wird und dann eine Entscheidung treffen und dann werden die Leute freigestellt werden qua Order vom BMI, wie das beim THW auch ist. Beim THW hat der Arbeitgeber auch nicht die Option zu sagen, nee, wir brauchen die Person, sondern die wird dann beordert, dass sie freigestellt wird. Hallo, moin. Nochmal so zum Wissen ist Macht und ohne Wissen macht man Fehler. Zu den Ausbildungszentren. Hast du da schon irgendwie grobere Ideen, was da Anforderungen sein könnten? Vermutlich braucht man nicht sowas wie einen großen Gerätepark wie der THW. Das heißt, man hat vielleicht auch nicht so die großen Flächen, die man dann nebenbei noch zur Ausbildung nutzen kann, sondern kann das vielleicht irgendwie auch an andere Organisationen dranhängen. Was braucht man da so grob? Ich kann die Slide nochmal kurz aufrufen. Moment. Ich habe das Slide ja aufgrund von Zeitgründen eher zügig übersprungen. Na, Moment. Ach, diese doofen Animationen. Bin ich schon zu weit? Nee, da. Also kann man das zum Beispiel auch irgendwie an andere Organisationen dranhängen? Ich habe zu oft gedrückt. Moment. Okay, dann versuche ich so. Ich denke, man sollte da was Eigenes bauen. Vielleicht gibt es sowas schon, aber ich glaube nicht, dass es einen Ort gibt, wo einfach sowohl ein 10 Jahre altes Rechenzentrum mit relevanter Technik außen herum, als auch irgendwie eine größere Gebäudeleittechnik-Installation, als auch irgendwie eine fettere SCADA-Geschichte, die irgendwelche Mini- LEDs an- und ausmacht, so dass man was sehen kann, dass es das in der Kombination schon irgendwo gibt. Deswegen denke ich, ist vielleicht ein Neubau eine gute Idee. Aber wenn es sowas schon gibt und man irgendwie den Leitstand von irgendeinem Kraftwerk abbauen kann, bevor er abgerissen wird und woanders hinstellen, dann sollte man das vielleicht tun.
Bei anderen Ausbildungszentren vom THW zeigt sich, die haben meistens auch noch Übernachtungsmöglichkeiten, eine Kantine mit bei, kleine Küche, dass man da mit 50 Leuten oder mit 100 Leuten ein Wochenende verbringen kann und trainieren. Sowas ist vielleicht sinnvoll. Und im Allgemeinen, wir als Hacker brauchen sowieso mehr Spielzeug. So, das ist klar, kann der Staat auch bezahlen, finde ich wichtig. Auch Chernobyl-Trauma als Stichwort wieder. Bam, wurde das deine Frage? Nein, du stellst keine Rückfrage. Letzte Frage. Okay. Danke. Also im Grunde wollte ich einfach nur noch mal kurz auf die Aussage eingehen, von wegen, das ist eine schlechte Idee. Also danke dafür, weil ganz ehrlich, man muss das kritisch betrachten, ja, also kritisch meine ich. Ja. Weil Fakt ist, ja, man darf keine Noobs an die Anlagen ranlassen, keine Frage. Aber die Leute, die das entstören, ja, das die Instandhalter, ja, die sind nicht darauf ausgebildet, mit Cyberangriffen umzugehen. Und wir haben in Deutschland sowieso zu wenig Experten. Diese zu bündeln und dann halt eben in so einem Fall zu koordinieren und einzusetzen, entsprechend ihrer Qualifikation, darum geht es. Ja, also, jetzt habe ich den Faden verloren. genau, wir bauen nichts auf. Du sagtest, wenn ein Bahnhof gebaut wird und Interessenskonflikte, bla bla. Wir bauen nichts. Ja? Also das Kind ist im Brunnen gefallen und wir gucken, okay, wer hat eine Kletterausrüstung und wer hat vor allem die Kompetenz, in den Brunnen hinabzusteigen und das Kind rauszuholen. Ja? Und wie gesagt, im Bereich Cyber, da reicht es nicht aus zu entstören, sondern man muss die Ursache feststellen und es ist äußerst schwierig. Und wir haben wenig Leute, die das können und die sollen gebündelt werden und darauf eingesetzt werden. Und vor allem ist auch blöd halt, die Jungs, die sind alle schon am Arbeiten, ja, die kloppen teilweise 70 Stunden die Woche. So, und wenn die dann abbestellt werden müssen, irgendwer muss dafür aufkommen. So, und daher die Idee. Um nochmal bei Michaels Bild zu bleiben, vielleicht in die Richtung. Wir wollen nicht eine neue, also wir wollen keinen Schuppen anstecken. Wir wollen, dass das Löschen schneller geht. Wir wollen, dass das Aufräumen nach dem Löschen vielleicht auch schneller geht, damit wir danach wieder Infrastruktur haben. Es geht nichts darum, irgendwas fertig zu bauen oder sowas, sondern es ist 5 nach 12. Die Hütte brennt fast. So gut wie. Damit schließe ich den Vortrag. Einen großen Applaus bitte.